Hey, hallo. So, jetzt sage ich mal was. Und zwar wollte ich neulich einen Post machen und schreiben, hey, es ist ja voll kalt jetzt mitten im Sommer und es ist ja gar kein Klimawandel, gar keine Erderwärmung. Und dann habe ich aber irgendwo gelesen, irgendwo die Schlagzeile, dass diese Unbeständigkeit des Wetters auch eine Folge des Klimawandels ist, ja, und auch eine Folge der Erderwärmung. Also es ist kalt, weil es warm ist, praktisch zu warm ist. Ist es jetzt zu kalt für die Jahreszeit? Ich habe zum Beispiel auch immer noch Winterreifen drauf, aktuell, weil es zu kalt ist. Nee, echt. Also ich habe wirklich noch Winterreifen drauf, aber bin einfach noch nicht dazu gekommen, die zu wechseln. Aber es lohnt sich ja kaum. Und dann fahre ich auch viel im Matsch rum. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber scheint tatsächlich trotzdem so zu sein, ja, dass es, obwohl es zu kalt ist, es eigentlich zu warm ist. Und dann habe ich in dem Zusammenhang dann auch noch gelesen, dass wenn das nicht, wenn das Wetter, also wenn das Wetter beständig ist, dass es auch Auswirkungen sein können von der Erderwärmung. Der Erderwärmung. Also, wenn es zu heiß ist, ist es, weil es zu warm ist oder weil es zu heiß ist. Also von der Erderwärmung. Wenn es zu kalt ist, habe ich gelesen, sei es auch eine Folge der Erderwärmung. Und wenn gar nichts ist, dann ist es auch eine Folge der Erderwärmung. Und da fällt mir ein Zitat von Napoleon ein, das er gesagt haben soll. Und zwar, die Menschen glauben alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Du glaubst jeden Scheiß, ja, jeden Scheiß, aber Hauptsache, Jesus, das kann auf gar keinen Fall sein, Jesus Christus. Du bist in deiner eigenen Religion gefangen, ja, und läufst jede Woche gefühlt irgendeiner anderen Fahne hinterher, nickst irgendeinen anderen Mist ab. Egal wie absurd er ist und egal, wie sehr du tief in dir drin weißt, dass es absurd ist, aber Hauptsache nicht die Wahrheit anerkennen. In diesem Sinne wünsche ich dir Gottes Segen und ja, bleib neugierig unbedingt.